together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Follow me, little brother. I will protect you, Lilimor said. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Lilimor loved adventures, and Ulle loved Lilimor. Kann ich hier noch was machen? Nee? Na gut. Der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen und ganz besonders von meiner eigenen Schwester. Ich werde dich retten, kleine Gretel. Wie heißt sie nochmal? Lilimor oder so? Ich würde sie beschützen, wenn sie mir nicht mehr davonlaufen würde. Bleib doch mal stehen, Schwesterchen. Ich will noch mal was essen. Noch mal was essen. Ich darf nicht mehr. Bleib stehen, Schwesterchen. Du wirst sie noch so kriegen. Hallöchen. Und tschüss. Zickiges Etwas. Sah aber süß aus. Irgendwie böse, aber süß. Ja, da geht's hoch. Oh, Hochzeit unter Geschwistern. Ich bin schon da. Wir quasi wieder. Nur rennen kann man anscheinend nicht. Also ich habe schon... Steuerung, okay. Schon versucht. Hallöchen, kleiner Wicht. Weglaufen kannst du nicht. Der hat aber lustige Ohren. Der kann ja gar nichts sehen, der Arme. Sicher, dass ich mit dir mitgehen sollte? Du willst, dass ich dahin gehe? Ich glaube eher nicht, oder? Wir gehen mal hier weiter. Schwesterchen, ich muss dich doch beschützen. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. Hallo, Herr Mr. Igel. Ja, wer bist du denn? Guten Tag. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich setze mich mal hier hin. Vielleicht kommt er dann... Ah, nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Hallöchen. Oh, bewerfen kann ich dir nicht. Schade. kann doch nichts klauen oder so. Ah! Ich habe noch eine Statue gefunden. Also so eine Figur. Find the Gnome Wooden Figure. Ja, cool. Also ich sag euch das immer. Ich weiß nicht, das Ding Ding, glaube ich, könnt ihr hören. Aber ihr seht das, meine ich, nicht in der Aufnahme, weil das irgendwie nicht mit aufgenommen wird. Warum auch immer. Geh doch mal weg da. Lass uns mal gucken. Aber der Igel kommt doch so über die Absperrung drüber, oder? Und nun?
Genau, wir brauchen Hilfe. Juhu. Oh. Ich hab meine Brüder gerufen. Die helfen uns. Sind das jetzt die 7 Zwerge? Das sind 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, 7. Ne, 8. Jetzt muss ich die suchen, oder was? Hallo, ich dachte, die helfen mir jetzt, die Tür zu öffnen. So geht das aber nicht. Leute. Da ist einer. Ich habe ihn gesehen. Haha. Hab dich gefunden. Ich habe hier was gehört. Oh, Moment, da war auch einer. 2. Das ist ja lustig, wie da oben die Zwerge sich auffüllen. 3. Zählt der auch hoch? Oh, Moment, da ist noch einer. 4. Ich dachte gerade, da hat es auch geflackert. Bis wo können wir denn gucken hier? Ah, da. 5. 6. Das ist wahnsinnig schwer, finde ich. 7. Weil die auch noch Geräusche machen. Und das irritiert mich. Und dann denke ich, die sind woanders. Okay, ich gebe zu, es ist recht einfach. Bis auf, dass ich den letzten jetzt gerade nicht finde. Achso, ich kann auch nach oben gucken. Ah. Ja. Bin unterwegs. Muss er irgendwo hier sein? Ist der jetzt hinter dem Igel oder was? Steckt er den im Hintern? Nee, der ist hier. Und nun? Meine Brüder und ich werden dir helfen. Na komm. Dann machen wir jetzt hier die Tür auf. Danke, ihr Lieben. Wir müssen weiter. Tschüss. Bumm. So, dann bist du an die Minions irgendwie. Oh, ich habe meine Schwester schon wieder verloren. Wo ist die denn jetzt? Schwesterchen? Ich habe euch gesehen. Kann ich euch nochmal finden? Anscheinend nicht. Schade. Da ist was. Da sind nackte Gnome drin. Hä? Hallo Kinder, kommt mal nach vorne. Kann ich euch irgendwie die Dinger vom Kopf ziehen oder so? Vorne ist auch noch einer. Na, freundlich sind die aber nicht. Ach so, die müssen wir jetzt einfangen, oder was? Also dahin scheuchen. Lauf. Lauf, mein kleiner Lauf. So. Schön drin bleiben. Vier, ne? 4. So, lauf, mein Kleiner. Nimm die Badekappe mit. Und ihr auch. Aber ihr seid doch mehr als 2, hä? Wahrscheinlich, wenn man zu blöd ist, so wie ich meistens, und das da nicht hinkriegt. Du läufst mir da rein und nicht weg. Los, zack, zack. Du auch. Los, zack, zack. Richtige Richtung. Los, komm. Was mit euch? Kann ich auch nichts machen, ne? Unten komme ich nicht. Ich würde mich ja immer gerne umsehen, aber irgendwie scheinbar darf man nur in erster Linie diesem Weg folgen. Hat den Vorteil, wenn es denn wirklich so ist, dass man nichts verpassen kann. Ist natürlich auch blöd, wenn man nichts erkunden kann in dem Sinne. Boah. Alter. Treff wenigstens das Blatt. Kommst du da überhaupt hoch? Boom. Sieht mir so nach Schildkröte oder so aus. Oh, das ist ein Frosch. Guten Tag.
Ich glaube, das war der Froschkönig. Der hatte nämlich eine Krone auf. Schwesterchen. Wir müssen nach links, das sehe ich. Ich habe aber immer noch Hoffnung, dass es irgendwo was gibt, was man vielleicht noch einsammeln kann. Hallo? Achso, da oben steht sie doch. Jetzt nicht mehr. Ich habe so laut Hallo gerufen. So, können wir hier, können wir nichts machen? Na gut, dann folgen wir einfach. Ich gebe so langsam auf, dass man irgendwas mal selber hier erkunden kann, finden kann, mitnehmen kann. Tanz mit mir, ich kann nicht laufen, sprinten. Es war zwar die Taste, aber irgendwie, ich weiß nicht, der sprintet doch nicht. Das soll wohl sprinten sein bei denen, okay. Schwesterchen? Als das Kind in den Brunnen fiel. They were both curious in different ways, while Lillimore quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. And suddenly, Ulle was alone again. Ja, Olle, ne? Ich stürze mich jetzt im Brunnen hinunter. Ich habe keine Lust mehr. Okay, ich denke mal, ich soll dem Licht folgen. Bleib stehen, kleine Fee. Eigentlich müsste mein komischer Stein mir ja auch Licht bieten, aber... Ich glaube, so schlau ist der Junge nicht. Hui! Aua! Hui! Was ist denn das da im Hintergrund? Achso, nee, das ist vom Baum, glaube ich. Nur. Lauf. Okay, er konnte nicht laufen, weil er balancieren musste. Okay, das kann ich noch nachvollziehen. Hey. Hallo, Schwesterchen, hier unten. Oh. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.